Mein heutiger Gast im Dialog ist der Gründer und Herausgeber des Nachrichtenmagazins Focus, Helmut Marquardt. Herzlich willkommen bei Phoenix. Ja, gerne. Grüß Gott. Wir unterhalten uns hier im Dialog in den Wochen vor der Bundestagswahl mit verschiedenen Gästen über den Zustand unseres Landes. Also, Herr Marquardt, wie gut, wie schlecht geht es Deutschland? Also man hört ja dauernd Leute, die aus dem Ausland zurückkommen und sagen, wir wissen ja gar nicht, wie gut es uns geht. Das ist ja hier das Paradies im Vergleich mit anderen Ländern und so. Aber was ich meine, ist vielleicht nicht so entscheidend, sondern was die Wähler denken. Und man hat ja das Gefühl, dass die Wähler finden, dass es gut ist und dass es so bleiben soll. Das scheint mir die Grundstimmung zu sein. Und tatsächlich gibt es ja eine Menge Arbeitsmarktzahlen und Einkommenszahlen und die dafür sprechen, dass die Leute zufrieden sind und dass das ganz gut geht in Deutschland. Und das zeigt sich ja möglicherweise, wenn wir den Umfragen glauben, auch im Wahlverhalten. Jetzt ist das ja so, wie Sie das schildern, eine relativ freundliche Beschreibung der Situation in Deutschland. Das sehen ja viele Menschen anders. Sie sagen, schauen Sie doch mal hin am Arbeitsmarkt, der Niedriglohnsektor oder die angeblich oder wirklich immer weiter aufgehende Schere zwischen Arm und Reich. Sehen Sie die Situation einfach vielleicht ein bisschen zu positiv? Ach, das muss man relativ betrachten. Wenn ich den öffentlichen Zahlen glaube, die niemand anzweifelt, dann hatten wir nie so viele sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze. Das sind Leute, die nicht nur Steuern zahlen, die auch in die Rentenkasse zahlen. Und bei den 450-Euro-Plätzen, ja, da muss man differenzieren. Das wird so nicht gemacht. Ich kenne sehr viele Leute, die machen 450 Euro Jobs nebenbei als Zweitjobs und finden das angenehm. Ich weiß gar nicht, ob die in der Statistik auseinandergehalten werden. Das macht Millionen mit Billigjobs. Das sind auch viele, die machen das zusätzlich, weil sie die 450 Euro gern mitnehmen oder weil sie Zeit für eine größere Tätigkeit gar nicht haben. Aber die Leute, die unzufrieden sind, die wählen ja vielleicht was, wo sie eine Verbesserung erhoffen. Bevor wir da gleich ins Detail gehen, weil wir ja hier offen und transparent sind, Sie sind Mitglied der FDP seit über 40 Jahren. Inwiefern beeinflusst das Ihr Urteil? Also ich bin eine Karteileiche in der Partei und selbstverständlich ein unabhängiger Journalist, der sich von keinem Parteivorsitzenden und keinem Parteitag was sagen lässt. Aber ich bin ein Liberaler. Ich bin 1968 eingetreten, als die Russen in Prag einmarschiert sind. Da haben andere mit Steinen geworfen und habe ich gedacht, vielleicht kann man parlamentarisch was machen. Damals war Anfang der 70er Jahre, habe ich mich auch in München engagiert, aber jetzt habe ich ja keine Zeit mehr und das geht auch nicht. Ja, ich habe sicher eine liberale Grundhaltung, aber ich bin in vielen Punkten nicht der Meinung der Partei. Aber wenn ich mir dann die anderen angucke, denke ich, na gut, es gibt noch Schlimmere. Also, das nehme ich Ihnen ab, dass Sie sich von keiner Partei was vorschreiben lassen. Trotzdem mal andersrum formuliert, woran liegt es denn, dass die Anhänger bürgerlicher Parteien im Prinzip den Zustand in Deutschland deutlich besser sehen als die Anhänger linker Parteien? Ja, vielleicht weil sie auf der Sonnenseite des Lebens sind, ja, weil sie einen guten Job haben, weil sie Unternehmer sind, weil sie sich wohlfühlen und so. Oder sind es vielleicht gar nicht, wie Sie sagen, Anhänger bestimmter Parteien, sondern sie wählen nur die Partei. Wir wissen ja, dass es diese Stammwähler, die festen Anhänger bei links und rechts nicht mehr gibt. Den Gewerkschafter, der immer SPD wählt, oder den katholischen Menschen oder christlichen Menschen, der immer CDU wählt, die Leute schwanken hin und her und überlegen sich das neu. Und vielleicht wählen sie auch die bürgerlichen Parteien, weil sie eventuell aus einem anderen Lager kommen, sagen, es geht uns ganz gut. Ich habe heute gehört, dass 45% der Menschen sich noch nicht entschieden haben, was sie wählen. Das sind ja keine klassischen Anhänger einer Partei. Das sind für mich zweierlei Gruppen. Das sind die einen, die sich wenig damit beschäftigen. Das sind aber die anderen, und das ist, wie ich so beobachte, in Reden, ich versuche ja immer Kontakt zu den Leuten zu halten und nicht nur in Journalistenkreisen mich zu bewegen. Das sind immer mehr Leute, die auch strategisch denken. Bis zum Schluss sage ich, sagen Sie sich, meine zwei Stimmen, wo werfe ich sie
in die Waagschale. Das mit der Zweistimme ist ja bekannt. Also da kann man der FDP oder den Linken oder kleinen Parteien helfen. Aber es gibt ja auch viel mehr Leute, die ihre Erststimme strategisch einsetzen können. Früher hatten wir ja nur Erststimmenkandidaten, die durchkamen, die eine Chance hatten, durchzukommen von der Union und von der SPD. Heute haben wir im Osten viele Linkskandidaten von der mehrfach umgetauften SED, die können direkt gewählt werden, werden sie auch. Und in westdeutschen Universitätsstädten gibt es Chancen, dass Grüne direkt gewählt werden. Also da können die Leute ihre Stimmen, auch die Erststimmen, strategisch einsetzen. Deswegen glaube ich gar, es gibt nicht so viele Stammwähler. Die entscheiden sich nach der Situation. Sie malen ja jetzt das Bild eines ziemlich mündigen Bürgers und Wählers. Es gibt auch so den Gegentrend, immer mehr Leute sagen, ach, ich gehe nicht mehr wählen, die machen doch sowieso, was sie wollen. Ja, sehe ich genauso. Es gibt zwei Trends. Es gibt die immer klügeren und die immer dümmeren oder die gleichgültigeren. Die vielen, die nicht wählen gehen, die sind natürlich für mich ein Ärgernis. Ich finde es schrecklich. Aber ich habe überhaupt kein Verständnis für Leute, die sagen, ich gehe als Begründung, ich gehe nicht wählen, weil die sind doch alle gleich, die Parteien. Das ist ja eine schreckliche Simplifizierung. Wer sich ein bisschen damit beschäftigt, ja, wer Phoenix sieht oder Zeitungen liest und die Wahlkämpfe verfolgt, der sieht doch die Unterschiede in den Programmen, in den Personen. Also das finde ich die simpelste Sache, diese Verweigerung. Und die Uninteressierten, bin ich natürlich erschüttert, dass ich lese, dass viele 18- bis 29-Jährige gar nicht wussten, bis vorige Woche habe ich eine Umfrage gelesen, dass Wahl ist. Aber das sind die, da klafft, es gibt nicht nur Arm und Reich, es gibt auch uninteressiert und strategisch. Und andererseits diese strategischen Wähler, die mit ihren beiden Stimmen optimal ins Geschehen eingreifen wollen. Auf die kommen wir gleich nochmal zurück. Ich bleibe aber ein bisschen noch bei dieser Politikverdrossenheit. Die Bürger achten Feuerwehrleute und Ärzte und sie verachten Immobilienvermittler und Politiker. Warum sind Politiker so schlecht beleumundet? Weil sie ihr eigenes Gewerbe systematisch schlecht machen. Ja, ich habe mir das mal angeguckt. Ich habe auch mal beim CDU auf Wunsch von Frau Merkel einen Vortrag gehalten. Ich konnte rüber reden, worüber ich wollte. Ich habe über die Verhunzung der Politik durch Sprache gesprochen. Und ich kann Ihnen nachweisen, dass jeder führende Parteimann, fast jeder, schon mal sowas Ähnliches in den Mund genommen hat, wie kochen Sie doch nicht Ihr parteipolitisches Süppchen, das ist Parteistrategie, das ist Parteipolemik. Also die benutzen ihr Gewerbe, ihr Geschäft der Politik als Schimpfwort zum Miesmachen und werfen sich gegenseitig Parteipolitik vor. Das ist ja wie wenn Ärzte sich gegenseitig vorwerfen, sie machen ja Medizin, ja, oder sie machen ja ingenieurpolitisches Süppchen. Das ist eine Abwertung des politischen Geschäfts durch die Politiker selber. Es ist schon schwer genug, vielen Leuten zu erklären, dass der Kompromiss ein wesentliches Element der Politik ist, der Demokratie, dass zwei mit ganz unterschiedlichen Meinungen in eine Sitzung gehen, in eine Koalition und kommen dann mit dem Kompromiss raus. Wenn aber permanent die Politiker gegenseitig ihr Geschäft runterziehen, das können sie im Wahlkampf natürlich noch stärker hören als sonst, aber auch im Bundestag, ja, Lügner, Beleidiger, Verleumder, Volksverhetzer, Brunnenvergifter, alles wird da an den Kopf geworfen. Das sagen die, wenn die das schon selber so sehen, das finde ich eine ganz problematische Sache. Ich meine, die Politiker sollten sich nicht abwerten, sondern aufwerten, weil sie ja die Verantwortung und die Gestaltungskraft für Deutschland haben. Schauen wir mal ein bisschen genauer hin, wie die Situation in Deutschland ist. Arbeitsmarkt haben wir ja kurz schon mal angeschnitten, eindeutig. Da sind viele neue Arbeitsplätze geschaffen worden in den letzten Jahren. Welchen Anteil daran hat die Agenda 2010 von Gerhard Schröder? Ohne Zweifel ein ganz wichtiger Schritt. Das sagt ja sogar die Kanzlerin öffentlich, dass Gerhard Schröder da eine große Leistung vollbracht hat. Peer Steinbrück war daran beteiligt und rückt davon teilweise wieder ab. Es ist ein bisschen sein Problem, dass er heute in vielen Punkten das Gegenteil von dem sagt, was er früher vertreten hat. Aber die SPD
hat es dem Schröder übel genommen. Es war eine ganz wesentliche Tat. Und ich denke beispielsweise, dass man den in Frankreich, Holland hätte ich jetzt gesagt, wegen Hollande, ja, der beispielsweise diesen demografischen Faktor nicht berücksichtigt. Die Rente mit 67 wollen ja die Müntefering fast handstreichartig, übrigens in einem Interview mit Focus, durchgesetzt hat auf dem üblichen Weg über die Parteitage, wäre das nicht gegangen. Da wollen die wieder von abrücken. Aber es ist unerlässlich, dass wir alle länger arbeiten. Ja. Wissenschaftler rechnen das schon aus, dass man vielleicht bis 69 arbeiten muss. Parteipolitiker trauen sich das noch nicht zu sagen. Aber die anderen Nachbarländer, denen es viel schlechter geht als uns, die entwickeln das zurück. Und das ist sicher ein Problem. Und das wäre dann irgendwie sowas wie die Ironie der Geschichte, dass Deutschland relativ gut dasteht wegen Schröders Agenda 2010, weil Müntefering für die Rente mit 67 gekämpft hat, dass aber die SPD jetzt die Wahlen vielleicht verliert, weil sie sich zu diesen Reformen nicht mehr bekennen mag. Das ist das eine. Natürlich haben sich auch Parteien links von der SPD entwickelt. Ja, die Union ist nach wie vor ein geschlossener Block. Die einzige konservative Partei, wobei ich das Wort konservativ jetzt nicht analysieren will. Aber wir haben die Grünen dazu bekommen und wir haben die Linke dazu bekommen. Die hat es ja vorher nicht gegeben. Das ist ja vom Fleisch der SPD. In der Linken sind ja viele ehemalige SPDler, Genossen, Leute aus Verdi und IG Medien, die ganz eng da verzahnt waren, diese Lafontaine-Abweichler, die mit ihm rübergegangen sind. Es ist ja alles von der SPD weggegangen. Und die Grünen sind ja auch eine neue linke Partei. Also das ist schwer für die SPD. Die SPD stellt ja die vermeintlich oder wirklich wachsende Kluft zwischen Arm und Reich in das Zentrum ihres Wahlkampfes. Wenn man das so hört, was Sie sagen, dann ist das ja im Prinzip in Anführungszeichen alternativlos für die SPD, weil sonst verliert sie noch mehr Wähler an die Linkspartei. Ja, das ist eine ganz gefährliche Parole, weil die Leute sagen, da wähle ich gleich links, ja, weil der durch der Gysi und früher Lafontaine, aber die Leute, die von wie Lafontaine reden und denken, das ganz ähnlich sagen. Aber es gibt wirklich interessante Statistiken, dass die Kluft wieder zusammengeht, dass die Einkommensgruppen sich nähern. Dafür muss man auch was tun. Die Kluft kann man nicht gebrauchen. Das wäre schlecht für ein Volk. Ich bin zum Beispiel dafür, dass viel mehr Leute Wohnungseigentum haben. In Deutschland gibt es nur 48%, die haben eine eigene Wohnung, Eigentumswohnung, ein Häuschen auf dem Land. Das müsste verbreitert werden, damit die Leute sich sicherer fühlen. SPD, Grüne und Linkspartei sagen, das probateste, das wirksamste Mittel, um diese Schere zwischen Arm und Reich nicht weiter auseinandergehen zu lassen, sind höhere Steuern für die Reichen. Ja, das haben Sie ja jetzt fast wie Trittin schon gesagt, für die Reichen. Ja? Ich halte da diese Berechnung vom Trittin für einen Schwindel erster Sorte. Da habe ich mich mit beschäftigt, wenn er sagt, das trifft nur 5%. Das ist ein statistischer Schwindel. Wir haben aber schon mal 20% der Deutschen zahlen überhaupt keine Steuern. Die muss er mal wegrechnen. Und dann muss er sich damit beschäftigen, was von denen, die den 80% übrig bleibt, dann sind das mehr als 5%. Außerdem will er ja viel. Er will das Ehegattensplitting verändern. Das trifft viele Leute, die zählen sich nicht zu den Reichen. Erbschaftssteuer, die Leistungsgrenzen sollen angehoben werden. Also, und dann so ein kleiner Unternehmer in der Großstadt wie München, wo ich lebe, aber auch hier in Berlin, wenn einer eine Bäckerei hat, hat er gleich eine Immobilie, die ist vielleicht eine Million wert, ja, darauf wieder Vermögensteuer zu zahlen. Das trifft viel mehr Leute. Also okay, es trifft vielleicht mehr als nur 5%, aber vielleicht ist es trotzdem das richtige Mittel. Also die Wirtschaftsleute sagen natürlich, dass sie oft an der Grenze sind mit der Investition und mit der Motivation. Und außerdem gibt es ja in diesem ehrgeizigen Land Deutschland, wo es jeder besser haben will als die Eltern oder wo er aufsteigen will, hat er ja nicht nur diese kalte Progression jetzt schon gegen sich. Wenn er mehr verdient, nimmt ihm die Hälfte schon die Steuer weg, dann kommt noch diese grüne Bremse dazu. Es steigen ja dann viele Leute auch in die Schicht ein, bei der weggesteuert wird. Also da fühlen sich auch gefühlsmäßig, glaube ich, viel mehr betroffen. Die wollen mehr Gehalt, die wollen sich selbstständig machen und schwupp sind sie dann in dieser Steuerfalle. Wenn die Umfragen nicht täuschen, die meisten Umfrageinstitute sind sich da einig, dann führt derzeit das Lager aus Union und FDP, also eine knappe Mehrheit für Schwarz-Gelb. Das ist
einigermaßen überraschend, denn wenn man so die letzten 4 Jahre sich anschaut, da war zumindest in der veröffentlichten Meinung, in den Medien, das Urteil über die schwarz-gelbe Regierung ziemlich negativ. Das ist völlig richtig. Das ist offenbar bei Betrachtung der eigenen Situation hat sich da möglicherweise das Bild geändert. Und ich denke auch, dass die Grünen, die ja jetzt wegrutschen in den Umfragen, Politbarometer ganz frisch, schlechtester Wert seit 2009, die haben mit ihrer Steuerdrohung doch viele Leute erschreckt, die sagen, es erwischt mich auch. Man muss auch noch sagen, Grunderwerbsteuer, Grundsteuer. Es werden so viele Steuern und Abgaben auch von den Kommunen erhöht. Der Strompreis, ja, die Leute machen sich Sorgen um die Geld. Und dann dieser blöde Veggies Day. Ja, ich glaube, dass es ein richtiger Fehler war für Leute, in den Kantinen einen fleischfreien Tag aufzuzwingen. In allen Kantinen, die ich kenne, und ich habe mich umgehört bei Ministerien, bei Betrieben, gibt es jeden Tag ein vegetarisches Gericht. Jeder kann jeden Tag Gemüse essen oder Soja oder was es da gibt. Kann ja jeder. Aber dann zu sagen, aber an einem Tag müsst ihr, so wie Helmut Schmidt hat ja auch mal sowas versucht, das hat er dann sein lassen, der hat ja mal einen fernsehfreien Tag verlangt. Einen fernsehfreien Tag. Kann sich doch jeder aussuchen. Manche sehen 6 Tage nicht, manche sehen 4 Stunden am Tag. Ja. Also diese Aufzwingerei und 120 auf der Autobahn und Wache, ich glaube, da haben sich die Grünen keinen Gefallen getan. Sie sind von ihrem, vielleicht weil es ihnen die Merkel geklaut hat, sind sie von ihrem zentralen Thema weggerückt und haben sich in andere Felder gesucht, die ihnen nicht gut bekommen. Was ihnen Merkel geklaut hat, schönes Stichwort, das haben wir an verschiedenen Politikfeldern gemerkt, Mietpreisbremse, Atomausstieg, Mindestlohn. Wann immer die Kanzlerin merkt, da haben die anderen ein populäres Thema, schubs setzt sie sich drauf. Manchmal richtig, wie beim Atomausstieg, manchmal auch nur so ein bisschen, wie beim Mindestlohn. Die Opposition sagt, das ist Wahlbetrug. Das ist vielleicht schlau und vielleicht auch richtig. Also schlau ist es sicher, wenn man dem Gegner was wegnimmt, worauf er rumreiten kann. Aber die Parteien regen sich natürlich auf. Wir haben das ja in Bayern auch. Ja. Der Ude sagt auch, der Seehofer hat die Studiengebühren abgeschafft. Das hätte ich schon verlangt und so weiter. Aber das ist die Sicht der Parteien. Die regen sich auf, dass man ihnen was weggenommen hat. Aber aus der Sicht der Wähler könnte es ja ganz anders sein. Das ist vielleicht eine Vorstellung von einer Regierungspartei, dass sie sagen, was vernünftig ist, das machen die sowieso, das machen die doch auch, können die auch machen. Das ist fast eine gefühlte große Koalition, dass sie das einfach übernimmt. Die Leute halten das vielleicht für vernünftiges Regieren, wenn man eine Forderung der Opposition übernimmt. Da bin ich nicht so sicher. Wenn man die Popularität von Angela Merkel anschaut, dann scheint es ja gut anzukommen bei den Leuten. Das ist nach allgemeiner Ansicht der überragende Grund, warum die Union zumindest so gut dasteht. Das ist die Popularität von Angela Merkel, ihre Beliebtheit. Worin gründet die Ihrer Ansicht nach? Ach, da gibt es viele Faktoren. Sicherlich ist sie absolut affärenfrei. Ja? Da gibt es ja nicht den Hauch von irgendwas. Ja? Und dann sehen die Leute, dass die Frau fleißig ist, Tag und Nacht in Petersburg und in der ganzen Welt unterwegs und kommt zurecht. Und sie fühlen sich, glaube ich, geborgen in dem, wie umsichtig und vorsichtig sie dieses Geschäft handhabt. Sie haben einfach Vertrauen zu ihr. Das ist klar, ja, das macht sie gut und sie ist ja vorsichtig. Manche sagen ja sogar, sie sei misstrauisch. Aber in der Auswirkung auf die Bevölkerung ist sie ein Garant dafür, dass Deutschland gut geführt wird. Ja. Die anderen sagen Stillstand, aber sie könnte ja sagen, ich wundere mich, wie defensiv sie in dem TV-Duell war. Wenn mir einer vorwerfen würde an ihrer Stelle, dass ich Stillstand, dann würde ich sagen, bei euch kommt vielleicht der Rückschritt. Das macht sie nicht. Ja. Sie ist da sehr defensiv, aber die Leute haben Zutrauen zu ihr. Wie ist denn Ihrer Ansicht nach das TV-Duell ausgegangen? Ja, ich fand es ja unmöglich. Oh. Ja, 4-2, das geht doch nicht. Ja. Ich habe auch in meiner Kolumne gesagt, das geht doch nicht. Ja. Dass da 4 Sender, 4 Moderatoren sich abquälen und jeder muss mal drankommen und sein Pensum erfüllen. Und beispielsweise bei der Steuerdebatte, kaum geht man in die Tiefe, ist der Nächste dran mit der PKW-Maut oder so. Das finde ich nicht in Ordnung. Ich denke, da müssen sich, ich bin da ganz klar, ich habe das auch geschrieben, ich habe gesagt, ARD und ZDF soll das machen. Phoenix hat ja auch übertragen, nur um Himmel
Himmels Willen das Deutschlandradio. Das finde ich unmöglich, dass vier Fernsehsender gleichzeitig dieselbe Sendung übertragen, aber ein Radio, sehe ich mal red, Deutschlandradio, Deutschlandfunk, dürfte es nicht übertragen, obwohl Millionen politisch Interessierte und Leute, die auch Gebühren zahlen, auf den Autobahnen herumfahren und konnten das nicht mithören. Also haben sie einfach gemacht. Ja, finde ich toll. Die haben geklaut, die haben den Fernsehton geklaut. Ich bin dafür, dass ARD und ZDF das machen. Das sind Sender, die kontinuierlich über Politik berichten. Und der Versuch von den Privaten, die ja auch interessante Programme haben, sich da plötzlich mal politisch wichtig zu machen, ist ja auch vom Publikum nicht honoriert worden. Mhm. ProSieben und RTL hatten ganz wenige Zuschauer. Und wenn das so wäre, ARD und ZDF plus Phoenix und Deutschlandradio, dann haben wir auch nur zwei Moderatoren, dann kommen Gespräche zustande. Das war eine Fehlkonstruktion. Jetzt würde ich aber trotzdem gern von Ihnen wissen, wer das Duell gewonnen hat, Merkel oder Steinbrück? Ja, ich fand die Merkel etwas besser, weil der Steinbrück so roboterhaft seine Thesen da rausgeballert hat. Bildung, ja. Sie hatte eine starke Stelle, sie wirkte etwas gelangweilt, weil sie das alles schon mal gehört hatte. Die haben ja ihre Phrasen ausgetauscht oder Phrasen oder Floskeln oder ihre Wahlkampfparolen, die wir schon die ganze Zeit gehört haben, zumindest die kundigen Zuhörer, war sie etwas gelangweilt. Bei den Pensionen hat sie ihn einmal erwischt. Da war sie ja plötzlich hellwach und hat gesagt, da müssen die Polizisten und Justizvollzugsbeamten mal zuhören, wenn die Pension erhöht wird. Sonst war ja aber überhaupt nichts Überraschendes. Für den Politprofi, zu dem ich mich mal zähle, ich kannte das alles schon, also habe ich nur geachtet, Körpersprache reagiert, wie ist er aufmerksam und so. Ja, am Anfang, sie fing schwach an und wurde stärker. Er hat natürlich Punkte gemacht, weil er so ein miserables Image hatte. Die Leute haben ja vorher prophezeit, das geht 80-20 für sie aus. Der Herausforderer hat immer die Möglichkeit, sein Image zu korrigieren, wenn er da gleich mit dir auftritt. Aber ein Duell war das doch nicht. Es war eine Abfragung von zwei nebeneinander stehenden Personen durch vier Journalisten. Was passiert eigentlich, wenn es für eine schwarz-gelbe Mehrheit nicht reicht? Das entscheidet der Wähler. Dann ist eine große Koalition wahrscheinlich. Also eine große Koalition wahrscheinlich. Da verstehe ich den Steinbrück überhaupt nicht in seiner Haltung, dass er sagt, ich mache nicht den Steigbügelhalter für Frau Merkel. Das halte ich für keine politische Haltung, das ist eine persönliche Haltung. Er war ja mal für ihr Finanzminister. Wenn ich ein Parteiführer bin wie die SPD und will in Deutschland Einfluss haben und gestalten, dann habe ich jetzt natürlich den Idealfall. Ich bin der Kanzler mit Rot-Grün und dann kann ich das alles bestimmen nach meinem Programm, abgestimmt mit den Grünen. Wenn ich es aber nicht schaffe und ich habe die Chance, sagen wir zwei Drittel, ein Drittel oder 60-40, je nach wie, mitzubestimmen und mitzuwirken in einer großen Koalition, ist das doch ein staatspolitischer Auftrag. Da kann ich doch wenigstens, sage ich jetzt mal, 40% des SPD-Programms da durchsetzen. Dass da sich einer verweigert und sagt, Steigbügelhalter, und das machen wir nicht mit, weil wir vielleicht danach schlecht abschneiden, halte ich nicht staatspolitisch gedacht. Außerdem gibt es ja ein Gegenbeispiel. Das sagt er so, weil nach der letzten großen Koalition die SPD verloren hat und Merkel hat gewonnen, weil sie halt mit ihrer Verführungspersönlichkeit sich durchgesetzt hat. Aber wir hatten ja schon mal eine große Koalition, 66 bis 69, Kanzler Kiesinger, Vizekanzler Brandt, da war es genau umgekehrt. Da hat anschließend die SPD davon profitiert und die Wahlen gewonnen. Das ist gar nicht so sicher. Mhm. Gut, also die SPD, die will alles andere als eine große Koalition. Sie liebt zumindest keine große Koalition. Jetzt haben Sie in Ihrer Kolumne im Fokus gewarnt vor einer rot-rot-grünen Koalition. Wie kommen Sie dazu? Hat denn nicht die SPD klar und deutlich ausgeschlossen, dass es so eine Koalition mit den Linken nicht geben wird? Die SPD, die führende Leute, Steinbrück, dem glaube ich das. Ich glaube dem Steinbrück, dass er in keine große Koalition geht und schon gar nicht mit der PDS-Linke, das glaube ich ihm. Aber es gibt ja noch viele andere in der SPD. Das sind die, von denen ich gesprochen habe, die Verwandten, das sind die weggelaufenen Genossen, denen sind ja die Freunde, die alten Gewerkschaftskumpels aus der Linken viel näher als CDU-Leute. Haben Sie denn irgendwelche Indizien, dass die SPD sowas plant? Die SPD, wer ist die SPD? Der Gabriel hat einen Schachzug gemacht,
der dem Steinböck überhaupt nicht gefallen hat. Ich habe ein Interview mit Steinböck geführt, kurz nachdem Gabriel bekannt gegeben hat, überraschend, wir werden wenige Tage nach der Bundestagswahl den kleinen Parteitag der SPD einberufen. Im Parteikonvent sind 200 Leute aus der Basis von überall her. Und da habe ich mit Steinbrück darüber gesprochen, da war der sichtlich pikiert, sagt, das Datum steht überhaupt noch nicht fest und so. Da kommt die SPD, zumindest die Funktionärsschicht der SPD zusammen. Und da gibt es Leute in der SPD, die sind für Rot-Rot-Grün. Das ist auch die einzige Chance, wenn es mit Rot-Grün nicht klappt, dass die SPD einen Kanzler stellen kann. Da in Brandenburg haben wir das ja schon. Da gibt es eine Frau aus dem Bundesvorstand von Matthijs in Baden-Württemberg, die sagt offen, wir gehen mit der Linken. Da gibt es den Herrn Stöß aus Berlin hier, der Vorsitzende der Berliner. Überall gibt es die Leute aus der Gewerkschaft ganz stark. Ich weiß nicht, wie der Herr Stegner in Schleswig-Holstein denkt. Das sind alles Mitglieder des Bundesvorstands der SPD. Und da bin ich mal gespannt, wenn die Möglichkeit besteht, rechnerisch. Ja, ich glaube, die SPD sollte sich freuen, wenn dieser Kelch an ihr vorübergeht. Aber wenn die besteht, dass die SPD einen Kanzler stellen kann mit Trittin und Gysi in einer Koalition und die stimmen dann ab, was weiß ich, zu 102 zu 98 in diesem kleinen Konvent, ja, dann zerreißt es natürlich vielleicht die SPD, aber die Mehrheit an der Basis ist möglich. Wenn es richtig ist, was ich schätze, dass den vielen Basissozialdemokraten diese Koalition mit einem Führer, mit einem Kanzler aus der SPD lieber ist als eine große Koalition, dann bin ich wahnsinnig gespannt auf diesen Parteikonvent. Gut, zumindest aber die wirkliche Führungsspitze der SPD, Parteivorsitzender, Kandidat Steinbrück, Generalsekretärin Nahles, haben so eine Koalition klar und deutlich ausgeschlossen. Ja, die wollen das nicht und so, aber trotzdem, der Wähler wird ja möglicherweise etwas erzwingen. Die Situation ist ja dann einfach, wenn es klare Mehrheit gibt. Wenn CDU und FDP weiter regieren könnten, macht es die Merkel mit Brüderle und Rössler. Wenn Rot-Grün gewinnt, dann wird Steinbrück Kanzler, was ich nicht so glaube. Ich glaube, dass er auf einer Hinterbank verschwindet und dann keine Rolle mehr in der SPD spielt. Aber die andere Situation, ja, die andere Situation, große Koalition oder Rot-Rot-Grün, da wird viel gemunkelt drüber. Da bin ich drauf gespannt. Gut, warten wir es ab. Eine Woche vor dem Bund wählen die Bayern. In beiden Wahlkämpfen hat ein Fall eine besondere Rolle gespielt, indem sie doppelt betroffen sind. Ich rede über den Steuerfall Uli Hoeneß. Sie sind doppelt betroffen, weil sie sind der Herausgeber des Fokus. Und der Fokus war das Nachrichtenmagazin, das den Steuerfall Hoeneß als erster bekannt gemacht hat. Und sie sind seit vielen Jahren im Aufsichtsrat von Bayern München. Zunächst mal die ganz simple Frage, waren Sie der Informant, der dem Fokus die Informationen gegeben hat? Nein. Ich weiß natürlich und erlebe es oft schmerzhaft, dass ich zwischen den Fronten sitze und zwischen zwei Stühlen und versuche, beiden gerecht zu werden. Aber aus der Redaktion des Fokus heraus, ich weiß die Quelle nicht, ich habe keine Ahnung, woher kam diese Nachricht. Und das haben die mir gesagt, die Kollegen, der Chef, der Herausgeber, nimmt ja keinen Einfluss mehr auf das Tagesgeschäft. Das habe ich 40 Jahre lang gemacht als Chefredakteur, das mache ich jetzt nicht mehr. Die haben mir gesagt, wir haben hier Material, Hoeneß, Razzia bei ihm zu Hause, Steuerhinterziehung. Sag ich, um Himmels Willen, prüft das genau, das muss bombensicher sein, redet mit ihm und so. Und dann haben sie gesagt, andere haben das auch, wir können das nicht zurückhalten. So, also, ja, und dann habe ich mal mit dem Hoeneß geredet, ich sag, ob er dazu Stellung nehmen will, die haben schriftliche Fragen gestellt und da hat er über uns diese Selbstanzeige mitgeteilt, ja. Also ich wäre froh gewesen, die Geschichte etwa einerseits dem Hoeneß gegenüber, den ich hochschätze. Nee, hochschätze, Sie sind, glaube ich, seit langen Jahren befreundet. Was war Ihre erste Reaktion, als Sie das erfahren haben? Ja, ich habe es nicht geglaubt. Ja. Ich habe es nicht geglaubt, weil ich ihn seit Jahren als jemanden kenne, der irrsinnig großzügig ist. Ja. Oft haben mich Leute angerufen, dann können Sie nicht den Hoeneß besorgen, der soll bei uns einen Vortrag halten. Da sage ich, der kostet Sie 15.000 Euro, müssen Sie aber spenden. Und er hat immer gespendet, nicht so, dass er das Geld genommen hätte.
und hätte dann mit 50% Steuerquittung das irgendwohin weiter überwiesen. Der hat sofort den Veranstaltern gesagt, hier diese Kinderklinik, Dominik Brunner Stiftung, da, dort, hat sofort von den Veranstaltern das Geld weiter überweisen lassen. Ich bin selber mit ihm in einem Stiftungskuratorium. Also ich kenne ihn als super sozial und großzügig, auch viele Beispiele, die nie an die Öffentlichkeit gekommen sind. Deswegen war ich völlig verblüfft. Das ist wie ein Doppelleben mit dieser Schweizer Spielecke, die er da hat. Ja, also ich war völlig überrascht und habe das nicht glauben wollen. Trotz der Sympathie, die ich jetzt ja nachvollziehen kann, wenn Sie das so schildern, müsste er nicht zurücktreten als Präsident des FC Bayern? Warum? Warum müssen Gutenberg, Schawan, Wulff zurücktreten und Hoeneß nicht? Also das sind ja Verantwortliche. Er hat ja dem Verein in keiner Weise geschadet. Auch dieses Compliance, was wir da immer hören. Ich kenne ja die Situation aus dem Aufsichtsrat, in unserem Aufsichtsrat. Ich bin ja als Vereinsmensch da drin. Im Verein gibt es ja eine andere Solidarität und Kameradschaft, aber in den Medien wird ja oft gesagt, wieso können Audi und Adidas und Telekom, die da mit gewichtigen Vorstandsmitgliedern, sogar meistens Vorstandsvorsitzenden vertreten sind, wie können die das tun? Die Compliance, über die wir alle reden, ist ein Regelwerk über das korrekte Führen von Unternehmen. Er hat bei der Führung des FC Bayern nur Gutes erreicht und nichts falsch gemacht. Und das ist eine vollkommene Privatsache. Es gibt nicht das allergeringste Indiz dafür, dass seine Steuerspielereien in der Schweiz, also Spielereien sage ich, weil er gezockt hat, ich will das nicht verniedlichen, seine Steuerhinterziehung in der Schweiz irgendwas mit dem Verein oder gar mit der Vereinsführung zu tun hat. Das ist vollkommen privat. Das ist wie Fahrerflucht oder eine Schlägerei in der Kneipe. Das hat mit der Vereinsführung nichts zu tun. Jetzt würde ich gern zum Ende dieser Sendung Politik und auch den guten Uli Hoeneß beiseite wischen und sagen, Sie sind 76 Jahre alt und trotzdem noch Hans Dampf in allen Gassen, nach wie vor Herausgeber des Focus, Unternehmer mit zahlreichen Unternehmen, Aufsichtsrat Bayern München. Können oder wollen Sie es nicht lassen? Oh, ich würde gerne noch mehr machen, ja. Ich mache ja jetzt weniger Pflicht und mehr Kür. Ich würde gerne noch Klavier spielen können oder Saxophon und noch ein paar Sprachen lernen. Ich komme nur nicht zu allem. Gibt ja auch ein paar Warnzeichen. Sie haben vor kurzer Zeit einen Herzinfarkt gehabt, 4 Bypässe. Seit einem Jahr habe ich 4 Bypässe, ja. Hat das Ihr Leben verändert? Ja, es hat mich schon, ich habe ein paar Pfund abgenommen oder vielleicht sogar ein paar Kilo. Und ich bewege mich etwas mehr, ja. Ich habe mein Hirnjogging ist einwandfrei, das Körperjogging ist mangelhaft, also ich mache etwas mehr Sport, ich bewege mich und versuche neben dem Laufband am Flughafen herzulaufen. Könnten wir vorstellen, der Arzt hat gesagt, lassen Sie es mal ein bisschen langsamer angehen, aber Sie machen ja das Gegenteil. Jetzt spielt der Mann auch noch Theater. Ich habe gehört, The King's Speech, das ist das, was man als Film im Kino hat sehen können, läuft jetzt in München mit 40 Mal Helmut Marquardt. Ja, ich bin mitten in den Proben. Ich habe eigentlich jetzt die Proben unterbrochen, um zu Ihnen zu kommen. Ich hoffe, dass das Eustress ist. Ich habe es noch nie probiert. Ich spiele den Winston Churchill, der ein toller Politik und Journalist war, ein witziger Mensch, den spiele ich 40 Abende hintereinander, das ist sicher körperlicher Stress, aber die Experten unterscheiden ja zwischen Distress und Eustress. Distress ist, was mich aufregt, verzweifelt, Depression, der Ärger will man nicht mehr machen und Eustress ist das, was einen beflügelt und munter hält. Eustress hält Leib und Seele zusammen. Ich hoffe, dass das funktioniert. Das war der Dialog heute mit Helmut Marquardt. Herzlichen Dank. Bitteschön.